Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Drakensang. Ich habe eben gerade im Ladescreen noch gedacht, was haben wir zuletzt gemacht? Und mir fällt gerade auf, dass wir dieses Rätsel nicht gelöst haben. Ja, es ist schon ein bisschen her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe, gebe ich ja gerne zu. Das hat mehrere Gründe, die ich gerne erläutern möchte. Jetzt ist der Hund weg. Oh. Zum einen ist es so, dass ich, noch immer im Abi stecke. Abitur, versteht ihr? Was so viel heißt wie... Was so viel heißt wie, ich habe nur gerade überlegt, aber nee, ist ja egal. Was so viel heißt wie, ja, ich, habe noch eine Präsentationsprüfung zu halten und eine mündliche Prüfung. Das ist so, ich bin Hesse, tut mir sehr leid. Aber ich habe bald keine Schule mehr, also ab Freitag, ich weiß ja nicht, wann das Video hochkommt, aber ab Freitag auf jeden Fall keine Schule mehr, das heißt, dann habe ich auch wieder für sowas ja mehr Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie das Rätsel jetzt zu lösen ist. Was ich allerdings glaube ist... Ich weiß nicht, ich habe gerade eben gedacht, es könnte ja sein, dass das ist oben heißt. Wir haben auch keine Anleitung. Also, ups, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte meine... da ist es ja nicht dabei. Haben wir hier irgendwo einen sinnvollen Zettel, wo sowas drinstehen könnte? Wer gibt das Tagebuch? Entschuldigung. Ich bin gerade nur in der Hoffnung, dass ich irgendwo eine Anleitung rumfliegen habe. Was ist hiermit? Achso, Brief an einen Freund. Hallo, Vorgrim. Nee. Ich fliege da gerade nur drüber, weil ich würde gerne wissen, wie das Rätsel zu lösen ist, bevor ich hier wieder irgendwelche Komplettlösungen zur Rate ziehe, weil ich zu faul bin, nachzudenken. Hast du was? Nee, du hast nur Bögen und Pfeile und so einen Dreck mit dir. Ja, schaut mal an. Holzfass. Lass jetzt einfach mal ihn... Ah, die porten sich immer hinterher. Das ist so blöd. Ja, gibt's hier keine Möglichkeit, diese Gitterwand irgendwie zu öffnen? Aufgang. Ups. Komische Kameraführung. Gibt's hier keine Möglichkeit? Oder habe ich irgendeinen Raum übersehen? Sekunde. Da komme ich nicht rein. Das ist dieser Wachtraum. Wachraum. Und die Wachräume sind alle soweit leer. Genau. Das ist schwierig. Weil ich halt einfach nicht weiß, was mir was hier bringt. Oder ob ich sogar was vergessen, verloren habe oder sonst irgendwas. Übersehen heißt das ja auf Deutsch. Musik. Trommeln. Sehr schick. Ja, Vorgrim rennt er vorbei. Soll er doch, ist ja nicht mein Problem. Ja, der Nasreddin, der ist schon ein cooler. Schon ein cooler Charakter hier. Leider gibt es auch keine Hinweise darauf, wie man diese Rätsel lösen könnte. Das ist mein persönlich größtes Problem an der Sache. Ich habe keine Ahnung, inwiefern ich so ein Rätsel lösen kann. Was ist eigentlich... Achso. Jetzt gibt es auch keinen Schalter oder sowas oder Schlüssel. Nein.
hin. Alles leer. Alles leer. Ich glaub's ja nicht. Nichts, was mir das erklärt hier. Nichts. Nur die drei Schalter. Hebel. Entschuldigung. Das sind ja Hebel. So. Ja. Mach mal alle an. In der Hoffnung, dass sich irgendwas getan hat irgendwo. Was sonst? Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe das ja auch komplett ausgeräumt schon. Daran erinnere ich mich noch. Diese Gitterwand ist zu. Das Problem ist, dass mir meine Recken nicht helfen können, weil die zu blöd sind, mir zu helfen an dieser Stelle. Was ist denn hiermit? Hat der jetzt was gemacht, der Hebel? Hat der jetzt hier drüben das Tor geöffnet? Nein. Hat er überhaupt... Ich hab gar nicht mal gesehen, ob er sich bewegt hat. Muss ich ehrlich gestehen. Also... Ja, da ist die Map nicht vollständig. Yalla. Der scheint nicht zu funktionieren, oder? Sieht zumindest so aus. Dass, naja, ich probiere mal kurz hier rum und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Also, ich glaube, ich weiß jetzt, was mein Fehler war. Und zwar folgendes. Damit wir da hochkommen, müssen wir mal kurz drüber nachdenken. Die beiden hängen oben. Ich habe jetzt ja das hier hochgemacht gehabt, weil das groß ist. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, so. Yalla. Hört ihr? Das hat das Tor aus Eisen bewegt. Und ich glaube, das war die Lösung. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, dass ich gerne trotzdem noch wüsste, wie man hier drüben reinkommt. Und da sich vorne dieser Schalter nicht bewegt hat und ich das sehr verstörend finde, weil ich gerne da oben gegen den Ork-Krieger kämpfen würde. Oh. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich, hat sich erledigt. Du dummer Garia. Was machst du dort mit diesen Hebeln? Mach, dass du den Anführer wieder frei bekommst. Aber ich bin doch nur aus Versehen dagegen gekommen. Ja, und unser Anführer wird dir nur aus Versehen deinen Kopf abschlagen, wenn du dich nicht beeilst. Marscha! Lustig. Hallo. Der bewegt sich auch nicht. Ah, doch, jetzt. Kerl. Tut mir schon irgendwie leid, weil der trifft doch nicht mal. Ja, ich hoffe, jetzt kommen nicht so viele. Okay, jetzt muss man hier... Jetzt habe ich mich dann doch getäuscht. Muss man doch wieder hier ein bisschen auf Taktik spielen und nicht mehr auf Randomness draufhauen. Salam. Leben zurück, Sand. Ja. Ich versuche mein Bestes. Mir tut Forgrim gerade voll leid. Für Ardo. Ich habe irgendwie Angst um Forgrim. Gwendale hat ja gerade das Handtuch schon geworfen. Ich glaube, der hat die wenigsten Leben, der Hund, oder? Ja. Ja, das sieht nicht gut aus. Das war schlecht geplant. Nein.
Alan. Tod allen Feinden. Ja, und ist aber nicht schlimm, weil wir standen ja zuletzt davor. Das heißt, ich muss praktisch nur noch den Hebel runter machen. Das ist mal genauso weit wie vorher auch. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich reingehen sollen, weil da ist ja nichts wirklich Wichtiges. Wir müssen ja hoch. So. Hört ihr? Das hat das Tor aus Eisen bewegt. Sehr gut. Kombiniert. So, gleich der Hund weg. Irgendwann gleich. Du dummer Galliard. Was machst du da? Richtig. Ja. Eben. Mach, dass du den Anführer wieder frei bekommst. Wieso kann die hier nicht... Wieso kann die nicht zaubern? Ich bin doch nur aus Versehen dagegen gekommen. Sie kann nicht zaubern? Okay. Warum? Das verstehe ich gerade nicht, warum sie nicht zaubern kann. Kann es sein, dass ich ihre Magiefähigkeiten skillen muss? Ich weiß es gar nicht. Astralenergie können sie gerne skillen. Magiekunde hat sie ja nicht mal. Ist ja merkwürdig. Ja. Unser Anführer wird dir nur aus Versehen deinen Kopf abschlagen, wenn du dich nicht beeilst. Marsha! Das verstehe ich jetzt allerdings überhaupt nicht. Hä? Wieso kann die das nicht anwenden? Die hat doch Astralenergie ohne Ende und Ausdauer und Lebens... Na gut, ist ja egal. Hä? Das ist jetzt aber sehr merkwürdig. Oder muss ich die hier skillen? Eigentlich nicht, oder? Das muss ich nur mal ganz kurz, ich schaue jetzt gerade mal kurz in die, ich google das Problem mal kurz, weil das interessiert mich jetzt. Bis gleich. So, ich habe das Problem gelöst. Es ist so, dass man mit bronzenen, mit Metall am Körper nicht mehr zaubern kann. Danke, liebes Spiel, dass mir das jetzt sagst, oder eher nicht sagst. Es ist sehr, sehr gut zu wissen. Mandaya, was machst du dort mit diesen Hebeln? Oh ja. Mach, dass du den Anführer wieder frei bekommst. Fettes Wildschwein. Aber ich bin doch nur aus Versehen dagegen gekommen. Schön. Schick, der Keiler. Der Partikeleffekt schwebt ja noch so alleine rum.